Zu einer neuen Folge Let's... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider. Ja, das wäre schon praktisch, wenn man den Aufnahmeknopf drückt, bevor man anfängt zu reden. So, wir müssen da rüber. Allerhop. Na, das sieht ja aber auch gar nicht nach einem Quicktime-Event aus mit dem ganzen Sturm, der jetzt hier ist. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wie konnte das nur passieren? Scheiße. Und jetzt fällst du runter und knallst gegen das Ding, ne? Sag ich doch. Stell dich nicht so an. Das war doch abzusehen. Captain Jessop! Wo ist der hin? Komm, da liegt ein Rucksack. Damit kannst du doch bestimmt was anfangen. Verdammt, ey. Echt wahr. Was ist da unten? Oh, nee. Ach, das war die Wand, die da so geleuchtet hat. Oh, hier die Fackeln an. Ich weiß nicht, was es mir bringt, die Dinge anzumachen, aber irgendwas wird es schon bringen. Und wenn es nur cool aussieht. Ne? So, da drüben der Pfosten ist offensichtlich weg. Ganz offensichtlich. Okay. Gehen wir mal weiter. Uns kann ja bloß eine böse Überraschung erwarten. Was ist das? Nix weiter. Bergpass. Way of no return, huh? Du hast keine Schale bei dir. Dann kann ich dich auch leider nicht anzünden. Hätte es ja gern gemacht, aber... Sorry! Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur... eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Mach's Lämple aus. Dankeschön. Ein paar Beeren noch eingetütet. Noch eine Kiste. Oh, ein altes Lagerfeuer. Ausgedorrte Schlucht. Okay, im Dunkeln sieht man nicht so gut. Im Dunkeln ist zwar echt gut munkeln, aber... Na komm, wir benutzen mal das Lagerfeuer. Vielleicht wird es dadurch ja ein bisschen heller. Wie viel Bergungsgut haben wir denn? 157? Ich glaube, das reicht nicht mal ansatzweise für den Pfeil. Salven. Nee, ist ja auch egal eigentlich. Fähigkeiten auch nicht. Ah, und Schnellreise gibt es hier anscheinend keine. Naja, super. Was soll's. Jo. Also hier geht's irgendwo hoch. Da geht's irgendwo lang. So, Kist, noch eine Kist. Du sagst zu mir, ich soll noch da hinten, ha? Wo kommen wir denn hier raus? Ach, da kommen wir hier raus. Okay, also das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, hier lang zu laufen, so wie ich das sehe. Das bringt mich genau zu der gleichen Position. Und nach oben, da ist auch kein Entkommen. Okay. Dann eben hier lang, nochmal hinter der Ecke gucken. So. Das da oben sieht echt so aus, als müsste ich da irgendwie hoch. Oh, diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Genau! Älter als die Tofu-Periode. Das ist die Periode, in der... in Deutschland Tofu populär wurde. Diese widerliche Samenbrei. Quetschmus. Ey, habt ihr schon mal euch angeschaut, wie Tofu hergestellt wird? Ugh. Also ganz ehrlich. Vegetarier in allen Ehren, aber Tofu? Muss nicht sein. Eine Pilgerfahrt. Woher siehst denn du eine Pilgerfahrt? Ich sehe bloß ein bisschen Wandgekritzel. Das kriegen kleine Kinder auch ähnlich gut hin.
gebe ihnen Hammer und Meißel oder male ich dir auch so Sachen in die Wand? Himiko? Woher willst du wissen, dass das eine Königin ist? Oder noch ein König sein? Ja. Muss ja nicht immer alles weiblich sein hier, nur weil es früher alles männlich war. Unglaublich. Ja, ist schon ein etwas größeres Captain Jessup? Captain Jessup? Ja, der sitzt wohl da vorne. Aber dieser Pfosten hier wird nicht ohne Grund da sein. Würde ich jetzt behaupten. Da drüben ist eine Kletterwand und so ein Ding, wo man dann runterrutscht. Okay. Gut, und hier drüben? Da hinten ist ein Pfosten zum Festbindeln. Zum Festbindeln. Okay, laufen wir rüber. Ich meine, das ist ja offensichtlich das, was wir tun sollen. Oh mein Gott. Jetzt ist er weg. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Was? Das ist ganz schön groß. Kann jemand Japanisch? Das haben die ja gerade von sich gegeben. Schon erwähnt, dass das Spiel ab 18 ist? Ich meine schon. Bist du jetzt die Einzige, die Kopf oben hängt? Zack, bist du wieder in irgendwas reingefallen? Nee, nur der Kopf. Ja, man weiß doch immer den Kopf schützen. Okay, du hast noch deine Waffe. Warum sollte mir deine Waffe lassen? Was geht hier vor? Okay, Kollege, du siehst nicht mehr ganz lebendig aus. Das ist total unrealistisch, dass sie die einzige Lebendige ist. What? Okay, jetzt kommen wir offensichtlich in den Fantasy-Aspekt, den Tomb Raider nun mal so bei sich hat. Oh, jetzt bist du wieder verletzt. Kann man wieder nicht gescheit spielen, ne? Alter Schwede, ey. What? What geht ab, ey? Ich will nicht wissen, wie es da stinken muss, ey. Da kann es eigentlich schon ein bisschen hochfallen. Entschuldigung. Aber das ist schon echt heftig. Kloster an der Schlucht und erklärt ein bisschen, woher die ganzen Ratten kommen. Okay, ich habe Munition. Habe ich eigentlich meinen Bogen? Ja. Waffe, Bogen, Gewehr. Kann ich nicht euch irgendwie ein bisschen plündern? Da gibt es doch bestimmt ganz viel Bergungsgut. Ach Mädel, du denkst zu unpraktisch. Okay, wir nehmen mal Sturmgewehr raus. Einfach mal aus Prinzip. Hast du nachgeladen? Pistole? Nachgeladen? Ja. Hoffentlich funktioniert das Ding.
Na, endlich. Um Holzbarrikaden zu zerstören. Sie suchen nach mir. Offensichtlich suchen sie nach dir. Aber sie denken, die Wächter werden dich schon umbringen. Und deswegen kriegt Matthias auch nichts mit. Soll ich mich mal um so ein paar Ratten kümmern? Schädlingsbekämpfung. Ey, halt doch mal still. Oh. Was geben die nochmal an Punkten? 15 und 7 Bergungsgut. Ach komm, das gut sein. Das ist jetzt ja bescheuert sonst. Okay, Schrotflinte haben wir nicht mehr allzu viel Munition. Gehen wir wieder zurück aufs Sturmgewehr. Mir zweimal überlegen, bevor ich da reinspringe. Und mich dann auch noch mit dem Rücken zur Kammer drehe. Ich hasse Gräber. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Ist eine gute Idee, das aufzumachen. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Das ist unglaublich. Unglaublich dämlich von dir wohl eher. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie um! Ich glaube nicht, dass ich so schnell sterben würde. Vor allem nicht, seitdem ich jetzt einen Schrotflinte habe. Nein! Jetzt doch nicht nachladen. Ey, ich habe dir voll in den Kopf geschossen und du kommst auf die Idee, noch zu leben? Geht's noch? So. Okay. So viel dazu. Bisschen Bergungsgut. Eine Schrotflinte. Und ein Grab der Sonnenkönigin. Also ein bisschen was zu verdauen erstmal. Hm? Mal die Pistole voll machen. Das ist voll. Okay. Dann gucken wir uns erstmal um. Na, guck mal, da liegt noch einer, der wohl noch was Intus hat. So. Okay. Was zum Teufel ist da unten los? What? Was zum Teufel ist das? Gute Frage. Aber danke für die Leiche. 25 Bergungsgut nehme ich gerne. So, ich weiß schon, wie ich da durchkomme. Warte mal. Ja, ich weiß doch, wie ich da durchkomme. Ich brauche keinen Überlebensinstinkt. Das ist doch ganz einfach. So, gerade vor das Tor stellen und dann zieh die Glocke zu dir und bada bing, bada boom, bada bing und hoffentlich ist die Tür. War doch irgendwie klar, oder?
Euch nicht? Doch, nicht schon. Okay. Bin wohl nicht der Einzige, der ein bisschen Schiss hat, ne? So, Mädel, dann machen wir mal die Tür auf. So, dann nehmen wir uns noch ein bisschen Munition. Laden nochmal nach. Laden nochmal nach, habe ich gesagt. Okay, willst du wohl nicht? Dann machen wir das Lagerfeuerchen an. In der Nische. Denn wir haben ein bisschen Bergungsgut und damit können wir ja vielleicht ein paar coole Sachen ausrüsten, upgraden. Also wir könnten auf jeden Fall unseren Bogen aufwerten oder wir könnten der Schrotflinte was verpassen. Was können wir denn verpassen? Oh, guck mal, vorne eine volle Drosselung. Das ist doch so ein alternativer Vollmodus hinzu, mit welchem eine große Reichweite erzielt wird. Aber normalerweise ist das doch so ein Breach-Ding, mit dem man Türen aufschießt, um nicht abzurutschen vorne dieses Teil. Dann haben wir hier den Laufmantel. Okay. Geschlüsselter Laufmantel, der die Bedingungen erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Bedienung erleichtert, Entschuldigung. Polierter Bolzen. Schussfrequenz. Gepolsterter Griff, weniger Rückstoß. Das ist... Ja gut, das brauchen wir alles nicht. Zumindest jetzt erstmal nicht. Und mal sagen, wir pushen mal unseren Bogen ein bisschen weiter. Höhere Schussfrequenz. Schlüsselringabzug. Bogen ist immer gut. Ne? Und mit den restlichen 100 können wir sowieso nichts anfangen. Schnellreise ging hier auch nicht, oder? Ne, ging auch nicht. Gut. Okay, dann machen wir weiter. Mädel, ist ein bisschen stürmisch. Ich würde mal einen Schritt zur Seite gehen. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich mir nochmal überlegt. Okay, dann gehen wir mal da um die Ecke. Gut festhalten! Uhu. Tapferes Mädchen. Ich würde meinen Augen nicht schützen. Ich würde mich lieber festhalten bei so einem Sturm. Guck halt nicht hin, wo du hinläufst. Das geht doch genauso gut. Also die Treppe würde ich auch, wenn sie da ist, nicht benutzen. Es scheint mir gerade etwas stürmisch zu sein. Echt jetzt? Ich muss springen? Hallo? Bist du Knacke? Geh mal wieder an die Rand, an den Rand. Ach, na gut. Du willst wohl offensichtlich nicht. Na gut, dann springen wir halt. Wow, wow, wow. Schön festheben. Nicht runterfallen. Schnell weg. Schnell weg. Haben wir hier noch was? Nee. Da hoch. Ich krieg das Ding nicht auf. Vergiss es, wir müssen jetzt mit irgendwas kaputt. Sie ist hier. Hey, Frau, nicht schießen. Freunde, die Wächter töten uns alle als Eindringlinge. Wer sind diese Wächter? Was wollen sie? Zeitverschwendung, legt sie um! Ihr habt so gewollt. What the? Geht's noch? Oh, ist das ein Assi? Ist das ein Assi gewesen? Ah, genau in dem Augenblick musste ich selbst nachladen. Ah. Krieg das Ding nicht auf! Wir müssen jetzt mit irgendwas kaputt machen. Sie ist hier! Komm, wir machen das so. Wollt ihr nicht noch reden? Okay, offensichtlich wollt ihr. So nicht, Kollege. Dieses Mal kriegst du mich nicht. So, jetzt plündern wir erstmal dich. Dann dich. Dann dich.
Und dann gehen wir nicht über das Gitter, das so aussieht, als würde es aufgehen, sobald ich drauf latsch. Sondern erkunden erstmal noch den Raum. Oh, die Schrotmunition ist voll. Na, das ist doch ganz angenehm. Dann können wir doch mal auf die Schrotmunition umschalten. So, gucken wir mal, was ist denn da oben? Ach, ich tue mir hier was. Depp. Ehrlich. Ah, okay, gut. Dies geht nicht auf, wenn ich drauf springe. Das, ja. Okay. Das erklärt einiges. So. Ah, was haben wir denn da? Was ist das denn? Ah, damit macht man die Gitter auf, ne? Das ist da drin. Okay. Ne, ist klar. Weiß ich schon, was ich machen muss. Aber lass mich trotzdem erstmal noch die Sachen einsammeln, die hier oben liegen. Machen wir den zweiten auch noch auf, ne? So, jetzt wird dieses Ding in der Mitte nämlich schön gerade gehalten. Und wenn wir jetzt hier mit unserem Seilpfeil dagegen schießen und es einmal zu uns herziehen, dann wird es durch den Sturm wieder zurückgetrieben. Und bang! Okay. Irgendwie hatte ich mir davon jetzt mehr erhofft. Vielleicht müssen wir selbst drauf. Der Weg hier raus war direkt unter ihnen. Okay, ich denke mal, so weit schon mal nicht verkehrt. Aber irgendwas fehlt noch. Ist in der Mitte noch eins? Was ist denn jetzt so? Schon ein bisschen stutzig, muss ich mal so sagen. Ich hätte schwören können, dass das so funktioniert. Vielleicht muss ich es ein bisschen intensiver treiben. Okay, warte mal kurz, wir ziehen dich jetzt mal hierher. Ziehen wir dich gleich nochmal her. Und nochmal. Und nochmal. Es scheint sich ja irgendwie ein bisschen was zu tun. Okay, so wird das nix. Ah, okay. Auch nicht? Die beiden irgendwie anders klein kriegen. Ah, okay, gut, Entschuldigung. Ja, alles klar.
Also nicht gegen die Glocke, sondern... sondern so. Ach, Depp. Natürlich. Selbstverständlich. Die habe ich gar nicht gesehen, die Träger. Seht ihr mal. So nicht offensichtlich aus. Oh. Okay, jetzt machen wir dich wieder auf. Die andere Seite dann wieder zu. Und dann haben wir auch hoffentlich jetzt endlich mal einen Weg nach draußen. Mann, ey, wie konnten die hier bloß so ein Ding bauen? Ich meine, es ist schon leicht stürmisch, muss man mal so sagen. Ne? Also. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie. Ey! Kannst du mal stehen? Ja, Mädel, so müssen wir stehen. Was haben wir denn hier für eine Munition? Was ist denn Schrotmunition? Da oben! Geht im oberen Geschoss! Na, kommt her, versucht euer Glück! Was hast du für eine beknackte Waffe? Teil eines Bogens gefunden. Ja, aber warte mal, Mädel, bevor wir rausgehen. Ja, lass dich fallen. Bevor wir hier rausgehen, töten wir noch den letzten von den Jungs ein. Die haben ja noch ein bisschen was bei sich, ne? Das wollen wir ja nicht hier liegen lassen. So, Munition. Aha. Jetzt sind wir wieder voll. Okay. Alter, geht's hier gerade ab. Okay, jetzt müssen wir das zweite wieder aufmachen. Und dann das Ganze nochmal so versuchen, wie gerade eben. Aber jetzt hängt das Pendel nämlich höher und schlägt nicht mehr gegen die Glocke, sondern gegen... Ist doch beides offen, oder? Warum hängst du nämlich ein? Das ist ein bisschen gerade. So. Komm her. Na, dann gucken wir mal zu, wie der Wind das Pendel nach da oben haut und der Mensch... Na komm, spring! Oh, jetzt duckst du dich mal so blöd, ne? Okay, ich verstehe schon. Ich verstehe! Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das wehtut, da runterzufallen. Lassen Sie heute Maus was los, wenn Sie über kleine Hindernisse zielen, um in Deckung zu gehen. So viel habe ich auch schon verstanden. Das nennt man dann wohl Jump and Run Passage. Oh, oh, oh. Und hopp! Auf eine ach so stabile Hängebrücke. Auf eine noch stabilere Brücke. Ah. Ja, ein bisschen nach links. Und nach unten. Puh. Das ist etwas, was man schon mit Munition hatte. Der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine Scheißangst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Na komm, so viele Grips hast du. Wie auf dem Bild in Himikos Grab.
Roth, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir und wir gehen zusammen rein. Schön, schön. Ist da hinten noch irgendwas? Nö. Aber da, oder? Sah das nur so aus? Ne, sah nur so aus. Okay, 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 okay. Dann quetschen wir uns. Ah, schön. Eine Feuerstelle. Das sehe ich doch gern. Bergabhang. Komm, wir machen mal Feuer. Na. Jetzt hat er Wach. So. Okay. Okay. Dann gehen wir mal an das Tageslager. Es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Dead. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Okay. Steine und Dreck. Axtexperte. Ausweichkonter. Ausweichkill. Wie viel muss ich dann? 6 weitere Fähigkeiten, um Rang 3 freizuschalten. Na super. Da bin ich wohl noch eine Weile beschäftigt. Also wir könnten bei Feinden mehr Munition erhalten. Das Zeichen mit dem Schraubenschlüssel, das würde, also diese Mutter würde darauf hindeuten, dass wir vielleicht auch mehr Plünder gut finden. Klettergewandtheit ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ich will auf jeden Fall die Kartografie erreichen, aber das können wir erst in 6 weiteren. Was natürlich mal interessant wäre, wäre vielleicht doch mal den sicheren Schuss zu erlernen. Wir haben ja gerade eben gesehen, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Die anderen Sachen sind alle so, naja. Also auch gerade erfahrener Mörder und sowas. Axtexperte. Ausweichkills. Also ich tendiere zwischen dem Plündern und dem sicheren Schuss. Ich glaube aber, ich entscheide mich jetzt erstmal für den sicheren Schuss, denn wir machen doch einiges mit dem Bogen. Und damit können wir jetzt doppelt so lange den Abzug halten. So, und dann haben wir noch 300 Ausrüstung. Bogen können wir nichts mehr machen. Schrotflinte könnten wir was machen. Polster der Auswerfer, Salvo, das. Also könnten wir für die Schrotflinte das ausgeben, hä? Fügt eine Alternative mal mit einem, welchen eine größere Reichweite erzielen. Schaden erhöht. Schussfrequenz. Stabilität. Mehr Schaden wäre natürlich echt eine schicke Sache. Ich glaube, ich belasse es jetzt erstmal dabei. Laras Tagebücher. Und damit würde ich sagen, belassen wir es auch. Ah, Schnellreise ist immer noch nicht verfügbar. Damit belassen wir es auch für die jetzige Episode, denn, oder die heutige Episode, denn wir sind mal wieder so weit, ne? Na, guck mal, da kommt man wieder von oben nach unten. Schick, schick. Und wünsche euch deswegen wie immer viel Spaß. Bis dann. Tschüss.